Da ist nur der Jahrmarkt zu sehen. Nichts also der ist das. Schon von hier aus gut zu sehen. Dann geht es jetzt ab gen Süden. Zu den Minen von Naschke. Hier sehen wir zwar neben den Minen noch ein waldiges Hügelgebiet. Aber wir wollen die Minen besuchen. Die sind 4 Stunden weit weg. Okay. Hier scheint schon mal runter zu den Minen zu gehen. Ja. Das lassen wir aber noch. Bevor wir in die Minengrube hinabsteigen, wollen wir uns um die Minen herum umschauen. Ob wir irgendwas hier schon Seltsames sehen. Hier wäre übrigens noch ein Weg. Sind alle noch beisammen? Ja, sind sie. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Hier können wir nur nach Westen. Aber da ist ja dieses hügelige Gebiet, was wir gesehen haben. Imoen, was machst du da unten? Das ist jetzt nicht so toll, dass wir jetzt auf Imoen warten müssen, bis sie da hochgelatscht kommt wieder. Imoen, keine Einzelgänge, auch wenn du gerne rumschnüffelst und dir Sachen einheimst. So, Imoen ist da. Nein, da ist nur das Gebiet. Gut. Okay, gehen wir einmal um die Minengrube rum und gucken dann südlich der Minengrube weiter. Also hier wäre schon mal der Mineneingang, also der richtige. Das hier sieht nur aus wie ein kleiner Nebenstollen. Aber sie scheinen doch gut Erz rauszuholen, außer das hier ist Kies. Hier ist sogar ein Gebäude. Ist das das Minenlager? Gucken wir mal rein. Nein, das sind Kampfhunde. Kampfhunde, die sich gerade erfreut darüber sind, uns zu sehen. Identifizieren wir mal kurz die Pantalons zwischendurch. Fällt mir gerade so ein. So. Ihr habt gerufen? Düner hier, der Zauber weg, der Zauber mal wieder hin. So, was sagen die Pantalons uns? Die goldenen Pantalons haben sicherlich die Anfänge unseres Reiches erlebt. Allerdings muss ich hervorheben, dass sie diese Gründungszeit durch ihre schiere Abwesenheit wahrnehmen und nicht mit irgendwelchen rudimentären Augen sahen, die vielleicht durch eine Gesäßtasche hervorgelugt hätten. Während Zähne und andere unwahrscheinliche Extremitäten verborgen geblieben wären. Hä? Ach so, das ist irgendwie metaphorisch gemeint. Ich bin sicher, dass die verschiedenen Besitzer der Pantalons das allgemeine Fehlen von belebten Fingern bzw. Zehen sowie Sehorganen bezeugen können und wie dies auch durch die Unversehrtheit der Würde und Privatsphäre ihrer jeweiligen Gesäße belegt wird. Längst vergessene Pantuns berichten von Beinkleidern wie aus Metall und doch weich an den Schenkeln, während es einfach scheint, dass die anscheinend zwingende Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Hosen erst mit dem Untergang Nesserits zu ihrer wahren Größe heranwuchsen, muss angezweifelt werden, dass die Pantalons wirklich die Kleidungsstücke sind, von denen berichtet wird. Man begreift diese oft falsch zitierten Verse nur dann, wenn man das Pantechnikon kennt. Ein antiker Basar, der wegen seiner silbernen Pantaletten berühmt war.
Sie mögen vom feinsten Machart gewesen sein, doch keineswegs aus Gold. Zurzeit soll es auch vernickelte Unterhosen geben, jedoch sind mir die am Hafen ansässigen Unternehmen, die diese Artikel anbieten sollen, nicht bekannt und daher kann ich nichts Näheres darüber berichten. Der Zweck der Pantalons ist nach wie vor rätselhaft und dies wird es wahrscheinlich auch so bleiben, es sei denn, dass der Text abgeschnitten ist. Okay. Stellen wir das mal nicht in Frage, wenn hier schon Kampfhunde drin eingesperrt sind, die uns an die Gurgel wollten, dann gucken wir doch mal, ob wir nützliche Sachen hier drin finden. Wie etwas Geld oder einen Heiltrank. Ja, beinahe unter meiner Würde. Also ich schätze mal, das hier ist das Minenlagerhaus gewesen, was wir gerade geplündert haben. Und hier ist immer noch Minengebiet. Ey, ein Bergarbeiter. Ich bin so müde. Ja, belästigt mich nicht. Je schneller ich meine Arbeit hinter mich bringe, desto schneller komme ich aus der aus dieser Höllengruppe wieder raus. Hier oben ist es sicher. Doch da unten? Nicht mal das Erz bleibt da unten pur. Das ist nicht normal. Okay. Ja. Das scheinen Kiesbottiche zu sein, wo sie die überschüssigen Steine drin lagern. Da unten sind noch mehr Bergarbeiter. Das ist ja natürlich die Minengrube. Also das hier ist die Minengrube. Hier ist das Minenlager wohl und hier irgendein Wachposten, könnte man fast meinen. Aber bevor wir in die Minen gehen, schauen wir uns lieber außenrum noch weiter um. Wir haben jetzt ein paar Kampfhunde gefunden. Das ist aber noch kein Indiz dafür, dass wirklich jetzt ein Hund dran schuld ist. Oder ein Wolf. Es könnte natürlich was Schlimmeres sein. Wir haben ja schon in dem Zwischenvideo, also das ist jetzt nicht rollenspielerisch gemeint, das ist jetzt out of character, was ich gerade sage, haben wir ja schon Kobolde gesehen. Vielleicht stecken die dahinter. Wobei Kobolde nicht so intelligent sind, um Eisen zu verseuchen. Oh, das hier sieht interessant aus. Was ist das für ein Ort? Eure Anständigkeit ist erfrischend, Gerüste. Wenn man so vielen Rippeln begegnet. Und ein Adeliger, der hier rumsteht und das... Der scheint an dem Gesicht zu arbeiten. Ja, tut er wohl auch. Reden wir mal mit ihm. Ah, wunderbare Kreatur, du bist mein Meister. Und ich glaube, er meinte jetzt gerade das Gesicht hier. Oh, du holdes Geschöpf. Ich hätte dieses Barakte nicht stehlen sollen. Okay, er ist schon mal ein Dieb. Aber ich wusste mir keine andere Möglichkeit, den erhabenen Glanz deiner Augen Ausdruck zu verleihen. Ich habe getan, was getan werden musste, denn ich habe meinen Laden verlassen, alle meine Aufträge vergessen und alles Geld ausgegeben. Ich muss dich vollenden. Warte, da ist jemand. Wer seid ihr? Der unerbittliche Grauwolf hat euch geschickt, nicht wahr? Also ja, wir wurden schon mal mit Grauwolf verwechselt in Naschke vor dem Kopfgeldaussetzer. Aber wir sind nicht von Grauwolf. Ich kenne niemanden namens Grauwolf und ich will auch nichts mit ihm zu tun haben. Denaya sei Dank. Also Denaya ist der Gott des Wissens, soweit ich weiß. Ich fürchtete schon, es wäre um mich geschehen. Ich bin für ein Leben auf der Flucht nicht gemacht. Möchte dir vielleicht einem Bildhauer vom geringen Verstande helfen, sein Götterbild zu verenden? Bitte wacht hier. Grauwolf kommt bestimmt hierher, denn er hat es auf die Belohnung für die Edelsteine abgesehen. Ich gebe euch alles, was ich noch besitze, wenn ihr mir nur diesen Gefallen tut. Gut, er hat uns nichts getan. Er scheint verzweifelt zu sein und ich glaube, wir helfen ihm mal. Ja, eure Sicherheit interessiert mich nicht. Nee. Helfen wir ihm mal lieber.
Ich danke euch, denn ich kann diesen Ort so lange nicht verlassen, wie meine Aufgabe nicht beendet ist. Ich habe Schnelligkeitstränke zu mir genommen, um schneller arbeiten zu können, und habe seit Tagen nicht geschlafen. Ist es nicht schön? Sie ist ein Mahnmal meiner Torheit. Ich sah sie nur ein einziges Mal am Rande von Evareska und brachte kein Wort heraus. Ich ließ dich dahin ziehen und seither lässt mich mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. Okay, dann arbeite mal schön weiter. Oh, da kommt jemand. Greywolf kommt keiner lebend vorbei. Das ist Greywolf und er kommt alleine. Der scheint sehr viel von sich zu halten. Prism, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein, noch nicht. Mein Werk ist beinahe vollendet. Bitte, ich flehe euch an. Spar dir dein Gewinsel, Trottel. Für mich bist du nichts weiter als Gold in meinem Beutel. Der Typ hat also echt keine Seele. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Wer sind eigentlich diese Schwachköpfe da? Na, ganz toll. Willst du dich wirklich 1:6 mit uns anlegen? Prism möchte nur... Wer wir sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist hingegen, dass wir bis an die Zähne bewaffnet sind und davon abhalten werden, ihm weh zu tun. Prism möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Warum nicht? Was kann es schon schaden? Ich glaube, ihr habt noch nicht ganz kapiert, was hier los ist. Wenn ich eine Belohnung einstreiche, will ich auch was dafür leisten. Geht zur Seite, damit ich endlich mit diesem Spinner hier fertig werde und mein Geld abholen kann. Oder muss ich mir meinen Weg erst bahnen? Überlegt euch vorher besser, ob ihr euer Leben aufs Spiel setzen wollt. Und schwupps ist Greywolf aggressiv. Und dem kaufe ich auch ab, dass er schon ein bisschen was drauf hat. So, deswegen... Wow. Minsky aus dem Weg. Khalid, zieh dich zurück. Du Angriff, du trinkst. So. Und jetzt bringt den bitte zu Fall. Nicht Khalid töten. Das ist nicht toll. So, noch ein Versuch. Kann ich euch behilflich sein? Was? Gut. Okay. Wunderbare Kreatur. Du bist mein Meister. Okay, nochmal das Ganze. Diesmal mit etwas mehr Gefühl. Prism möchte sein Meisterwerk vollenden. Gut. Du trinkst Trank. Du bist ja ein komischer Kauz. Du schießt auf ihn. Ihr habt gerufen. Du schießt auf ihn. Mein Herz. Ja, gut. Und Angriff. Was wollt ihr? Du trinkst. Gut. Zieht blank. Diebischer Schurke. Was immer ihr braucht. Du bist hier der Schurke. So, beballern wir mal ordentlich. Au. Was? Gut. Mein Handrücken oder meine Stiefelspitze. Sucht euch was aus. Au, und jetzt hat er Minz gewonnen, hittet. Und nein, mir ist das Geld ein bisschen zu schade an dieser Stelle. Was? Beinahe unter meiner Würde. Wunderbare Kreatur. Ich versuch's noch einmal. Du bist mein Meister. Jetzt kommt Greywolf wieder. An Greywolf kommt keiner lebend vorbei. Okay. Trank. Mein Handrücken oder meine Stiefelspitze. Ihr habt gerufen. Sucht euch was aus. Du bist ja ein komischer Kauz. Gib mir doch die Augen. Was wollt ihr? Heilung. Au. Jaira, heilen. Zieht blank. Und dann weitergehen. So, du ziehst dich zurück, du heilst ihn. Und weiter drauf. Ich verliere an Kraft. Heldenhaft als Mut. Heldenhaft als Mut. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Das ist nicht gut. Autsch, Khalid, weg. Okay. Spielladen. Greywolf ist also noch eine Nummer zu hoch für uns. Deswegen tue ich an dieser Stelle mal normal speichern. LP 004. Und dann sehen wir uns gleich wieder.